drehen wird. Ich würde sagen, erster Chat, let's go. Hallo, ja, ich habe noch welche da. Zum Beispiel von Sidi in Größe 45. Welche Schuhgröße hast du denn? Die Größe ist eigentlich egal. Warte mal, Zeitfahrzeug. Hallo, ja, welche da? Zum Beispiel von Sidi in Größe 45. Welche Schuhgröße hast du denn? Hauptsache alt, abgerockt und stinkend, das wäre super. Das ist der Dior B23. Fußfetisch. Ui, interessant. Stinken die. Da kommt der Fußfetisch raus, Digga. Ey, ohne Scheiß, das macht man nicht. Wir machen schnell weiter. Samsung Smart TV 65 Zoll 4K. Ich kann dir 70 Euro dafür geben. Sofort habe es als bar. Finde ich eine Unverschämtheit. 70 Euro für einen Samsung Smart TV 65 Zoll 4K. Bruder, was? Das ist gerade mal ein Zehntel des Preises und ich habe keine VB angegeben. Ich habe aber nicht mehr. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gerade ein Bußgeldverfahren am Arsch wegen Auto und echt kein Geld für ein TV. Als ob der jetzt antwortet, ja okay Bro, das tut mir echt leid. Komm, nimm meinen Fernseher, kein Problem. Ich habe auch nichts zu verschenken. Wenn du kein Geld für einen Fernseher hast, kannst du dir auch keinen kaufen. Was bist du für ein? Ein was? Und damit herzlich willkommen zur heutigen 50-Euro-Frage. Die Frage lautet... Klappensohn. Was bist du für ein? A. Uhrensohn. B. Internet-Rambo. C. Barschloch. Oder D. Nichtsgönnender, Nichtsgönner. Ich glaube, Nichtsgönnender, Nichtsgönner. D. Barschloch. Ist das... Nein. Keine Beleidigung, weil ein Barsch kann ja auch ein Loch haben, verstehst? Da guckst was? Ich bin schwer beeindruckt. Den bann ich einfach. Hey, ich wohne leider zu weit weg, um mir den Bikini persönlich anzuschauen und abzuholen. Hätten Sie eventuell eine Kleiderpuppe oder würden Sie ihn zur Ausnahme selbst einmal über normale Kleidung anziehen, um ihn von allen Seiten zeigen zu können oder ihn einfach mal anzuhalten? Ich glaube, das ist ein Frauenprofil. Ich glaube, es ist ein Frauenprofil, was sich als Frau tarnt, um von Frauen Bilder zu bekommen im Bikini. Ich werde jetzt skippen. Danke, Jungs. Ich es am Ende. Wirklich, Chat. Danke. Ende bereue, das war der längste Satz, den ich jemals in meinem Leben gelesen habe. Wenigstens grammatikalisch korrekt. Dann könnte ich mit gutem Gewissen kaufen und wäre bereit, Ihnen das Geld und den zukommenden Versand für das Päckchen zu überweisen. LG. Hallo, kein Problem. Moment. So, ich skippe jetzt ganz kurz das Bild. Es ist ein etwas übergewichtiger Mann, der diesen Bikini anhat. Man sieht seinen Genitalbereich durch diesen engen Bikini, der eigentlich für Frauen gedacht ist. Moin. Hab den geskippt, weil weiß nicht, wie Twitch ist. Einfach mal skippen, besser, Digga. Nein, was hältst du von 65 Euro? Liebe Grüße. Hallo, 70 Euro ist in Ordnung. Ja, alles gut, das kriegen wir hin. Sehe ich da etwa einen Joint auf dem zweiten Bild? Ups. Mit Xbox 70 Euro und dann hier sind Johnny, Digga. Oh Mann, Alter. Happy 420 nachträglich. Siemens Gefrierschrank. Für 10 Euro hole ich gerne heute ab. Möchten Sie auch noch etwas essen und trinken? Gerne. Ich mag Knödel und dazu noch ein warmes Getränk. Einen heißen Kakao. Sie sind ein Schatz. Perfekt, Sie wissen, was ich brauche. Uwe! Manfred, Essen kommen! Philips Fernseher. Also, ich komme für 100. Sorry, das ist mir viel zu wenig. Der Fernseher ist in einem sehr guten Zustand. Da musst du schon mehr bieten. Okay, okay. Was ist... Tiefpunkt. Als meine Frau mich verlassen hat und die Kinder mitgenommen hat. Ihr sitzt im Homeoffice oder langweilt euch zu Hause? Ihr fragt euch auch, warum es nicht mehr die Quizshows auf 9 Live gibt. Zugeschlagen, ich biete euch die Lösung für euer Problem. Ich suche ein Tier mit dem Anfangsbuchstaben S. Meint ihr das ernst? Meldet euch bei mir unter... Ich sag's dir morgen. Treffleitung 10 und mit etwas Glück schlägt der Hotbuzzer zu. Wölp, wölp, krasse Hotbuzzer-Geräusche. Zu gewinnen gibt es eine hässliche Stehlampe, welche hier bis jetzt keiner kaufen wollte. Fotos auf Anfrage. Bisher genannte falsche Antworten. Schlange, Seestern, Stier, Salamander, Chinchilla. Wie dumm kann man sein? Keine Kosten aus dem deutschen Festnetz, wenn ihr eine Flatrate habt, wie jeder normale Mensch, der noch die Kontrolle über sein Leben hat. Ja, was ist das denn bitte für eine Produktbeschreibung? Ich kann nicht mehr. Für die nächste Anzeige brauche ich ein bisschen Gewichtsstimmung. Dankeschön. Rosen sind rot. Nach Corona packe ich meine Taschen, treffe meine Freunde und rufe... Hallo, ihr Vierflasch. Hallo, ich will die Playstation. Gib die Playstation sofort. Guten Tag. Soll das etwa ein Überfall sein? Ja. Ah, ey. Ich wusste es. Ich wusste es. Oh, das ist auch echt gemein mit, dass dann Justin, dass man dann diese Reaktion von Justin einblendet, also, weil, ich finde das, glaube ich, nicht lustig. Nee, ich finde das nicht lustig, Digga. Also, wenn man überfallen wird, das ist schon echt eigentlich lustig, Alter, weiß ich nicht. Also, weiß ich ein bisschen. Was soll das? Hallo, kann ich es für 10 Euro abholen kommen heute? LG, für 10 Euro kann ich ihn...
ins Gesicht scheißen. Was? Ja, das ist auch okay. Bester Deal seines Lebens. Hallo, für 1500 Euro holen, ich hab... Hallo, zu wenig leider. Okay, danke. Kein Ding, aber denk dran, König Knossi streamt heute Abend. Entschuldige, aber ich weiß nicht, was sie meint. Ich komme aus Italien. König Knossi. Könige Knossi. Teufel Surround, System und Bluetooth. Alter, Teufel Surround, also soll es Surround heißen, System und Bluetooth. Box von JBL. Box von JBL. Nein. Er hat einen Teufelssubwoofer eingeblendet? Ich fasse es nicht. Ich dachte, das wäre schon der Joke, aber der Joke kommt ja noch. Da könnte ich direkt wieder ausrasten, ne? Hey, wie teuer ist eine 180x200 Matratze LG? Die Hälfte vom billigsten Preis im Internet. Das wären 300 bis 350 Euro. Im Internet gibt es welche für 250 Euro. Okay, danke trotzdem. Du bist schon sehr dumm, oder? Kann es sein, dass deine Eltern Geschwister sind und du deshalb so hohl bist? Im Internet gibt es auch Autos, da kostet das eine 100.000 Euro und das andere 10.000 Euro neu. Was denkst du, ist da vielleicht ein Unterschied zwischen den Autos? Gibt es vielleicht Unterschiede zwischen den Matratzen? Aber du bist halt ein Assi, weil du so dumm bist wie ein Stück Scheiße. Im Internet gibt es Matratzen für 250 Euro. Es ist so dumm, dass ich dir am liebsten in den Kopf scheißen möchte. Damit du wenigstens etwas drin hast. Gehören hast du keins. Ich möchte ganz kurz an dieser Stelle eine Sache sagen. Jungs, Chat, ich habe wirklich das Gefühl, dass eBay-Kleinanzeigen noch deutlich schlimmer ist als der Twitch-Chat / Twitter. Als die YouTube-Kommentare. Ich gehe sogar so weit. eBay-Kleinanzeigen ist schlimmer als die Diskussion unter YouTube-Kommentaren. Die sind nämlich auch so. Irgendwie, geiles Video. Aber ich fand irgendwie die Cuts bei 1,45 scheiße. Ein Fanboy von dem jeweiligen YouTuber. Du scheiß und fick dich. Irgendein Random. Fick euch beide, Junge. Ich fick euch alle. Dann einer. Ey, das ist voll kindisch, was ihr hier macht. Und nix du. So, selber kindisch. Und ich finde, das ist irgendwie so gefühlt auch hier auch so. Inline Skates und Schoner. Dabei gibt es auch andere Preis. Festpreis, tut mir leid. Hast du machen 5 Euro und ich gebe dir noch meine Katze? Was ist das für ein Deal? Ich habe noch 2 Hasen anstatt Katze. Wer tauscht Tiere mit Inline Skates? Was? Die Polo ist gut mit Problem, Problematis, Problem. Was? Wenn Auto fahrt, Problem mit Rattern von vorne. Wenn Auto steht, still, kein Problem da. Das klingt irgendwie logisch, ne? Wenn Auto still steht, kein Problem. Wenn Auto fährt, ein bisschen Problem. Janika, bestimmt kein Problem. Tief, noch bis Dezember 20. Bitte Nachmittag... Ach, TÜV, ich dachte tiefer gelegt. TÜV, er meint TÜV. Anrufen, wegen Anschauen, weil in morgens Problematis, wegen Arbeit. Fragen, kein Problem. Viele Grüße, Jürgen. Jürgen? Jürgen, Alter. Ist jetzt nichts groß Verwerfliches, ist aber etwas, wo ich sage... Alter, was ist das für eine eBay-Kleinanzeigen-Folge, Alter? Er heißt einfach Jürgen. No front, no offense oder so. Ich weiß Bescheid. Der Jürgen. Hat irgendwie einen faden Beigeschmack. Auf eBay-Kleinanzeigen werden unter anderem auch Stühle verkauft. Luca und ich haben den perfekten Stuhl gefunden für Gamer. Ob ich es bereue, dieses Video gedreht zu haben? Ja, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruder was ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ey Max, du kennst doch bestimmt die 187 Straßenbande, oder? Ich kenne sie vom Namen, weil immer wenn irgendwie ein Tower von mir 187 Leben hat, dann spammen wir alle 187. Also ich weiß, dass das eine deutschsprachige Band ist. 187 Straßenband. Nicht mit dem Lord. Ich bleib, du brichst ein, ich drop heat. Lit weit, ich kick Rhymes wie am Flieg. Fick halt, ich will Eis als Loyalty. Und dein Chick wird geil, wenn sie mich sieht. Ich bleib, du brichst ein, ich drop heat. Lit weit, ich kick Rhymes, bin am Flieg. Fick halt, ich will Eis als Loyalty. Und dein Chick wird geil, wenn sie mich sieht.